graciously inviting me to your socialism conference. Liebe Genossinnen und Genossen, Freunde und Freunde, danke, dass ihr mich zu der Sozialismuskonferenz eingeladen habt. It is really wonderful to be here in this beautiful city of Berlin. Es ist sehr schön, in dieser schönen Stadt Berlin zu sein. I bring you greetings from the working class of the United States and from my comrades in Socialist Alternative, the U.S. section of the Committee for the Workers International, the CWI. Ich bringe euch die Grüße von der Arbeiterklasse in den USA und von meinen Genossen und Genossen von Socialist Alternative, der US-amerikanischen Sektion des Komitees für eine Arbeiterinternationale. As you all know, the election of Donald Trump in the United States sent shockwaves around the world, and many of the events since have had worldwide impact. Ihr habt natürlich alle mitbekommen, dass die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten wahre Schocks in der Welt verursacht hat und weitere, seitdem er präsidiert. But while many in the US were reeling from the devastating news of his election that night, and while the Democratic Party was completely paralyzed, in der Nacht, als er gewählt wurde, da waren viele natürlich quasi gelähmt. Also die Demokratische Partei war komplett gelähmt und viele haben nur gejammert sozusagen. Our organization, the CWI, Socialist Alternative, understood that people were heartbroken but also angry and wanted to fight back immediately. Hat unsere Organisation aber noch in der gleichen Nacht verstanden. Natürlich war das für viele niederschmetternd, aber gleichzeitig haben wir verstanden, dass viele bereit sind, sich sofort dagegen zu wehren. The very day after the election, Socialist Alternative organized protests in city after city, New York, Boston, Chicago, Minneapolis, San Francisco, Oakland and Seattle, and we got 50,000 people out on the streets. Also am Tag, direkt am Tag nach der Wahl, hat Socialist Alternative in verschiedenen Städten, zum Beispiel New York, Boston, Oakland, San Francisco, Minneapolis, Chicago, Menschen auf die Straße gebracht und insgesamt waren 50,000 direkt am Tag nach der Wahl auf der Straße. 50,000, also 50,000. Since that time, as you know, we have seen an incredible growth of protest movements, a new generation of Americans moving into struggle, a new awakening, greatly inspired by Bernie Sanders. Und seit dieser Zeit haben wir ein massives Wachstum verschiedener Bewegungen gesehen. Wir sehen, wie eine neue Generation von US-Amerikanerinnen und US-Amerikanern sich organisiert, sich in Bewegung setzt und aus auch ein Erwachen, was durch den Auftritt von Bernie Sanders durchaus inspiriert ist. A Harvard University poll in April of last year found that 51% of those aged 18 to 29 years of age do not support capitalism and are attracted to socialism. Eine Umfrage, die Harvard im April 2017 vorgenommen hat, hat zu dem Ergebnis geführt, dass 51% der Menschen zwischen 18 und 29 Jahren nicht, also den Kapitalismus nicht unterstützen, sondern ihn ablehnen. In the past 15 months, we have also seen the chaos of the most crisis-ridden presidency of US history with an ongoing discussion of impeachment that began on practically the first day. Wir haben auch erlebt in den letzten 15 Monaten die US-Regierung in der Geschichte, die am meisten von Krisen geprägt war und von Chaos und im Prinzip eine Diskussion über eine Amtsenthebung von Donald Trump, die am ersten Tag nach seiner Wahl schon losging. But as Katharina correctly said, we should not make a mistake of thinking that Trump is a joke, even if he appears like a buffoon. Aber wie Katharina eben schon gesagt hat, wir sollten nicht den Fehler zu machen, zu glauben, Trump wäre eine Art Witz, nur weil er wie ein Clown auftritt. Because last year also saw massive historic tax handouts to the corporate elite. Weil Trump hat gehandelt. Er hat im letzten Jahr Geschenke an die Reichen gemacht, an die Elite der Konzerne, die es bisher noch nicht gegeben hat in der Geschichte der USA.
a dramatic wave of gutting of regulations. Einen dramatischen Abbau von Regulationen, von Regelungen. An assault on the hard-won gains of working people. Und ein Angriff auf die hart erkämpften Rechte der arbeitenden Menschen. And serious attempts to criminalize dissent. Und ernsthafte Versuche, jede Art von Opposition dagegen zu kriminalisieren. Last year was also one of seemingly endless effort to destroy what little healthcare we have for millions of people. Und letztes Jahr gab es auch immer wieder Versuche, das bisschen, was es an Gesundheitsversorgung für die US-amerikanische arbeitende Bevölkerung gibt, auch noch zu zerstören. But comrades, last year was also a historic year for struggle in the belly of the capitalist beast. Und letztes Jahr, Genossinnen und Genossen, war auch das Jahr historischer Kämpfe im Zentrum der kapitalistischen Bestie. The day after his inauguration, Trump was met with millions on the street on the biggest day of protest in US history. Am Tag nach seiner Amtseinführung war Trump mit den zahlenmäßig größten Protesten in der Geschichte der USA konfrontiert, als Millionen auf der Straße waren. This year, on the anniversary of those women's marches, over a million people again poured onto the streets to oppose sexual harassment, especially in the workplace, and to say, me too. Und dieses Jahr, am Jahrestag dieser Proteste zur Amtseinführung, waren wieder rund 1 Million auf der Straße und in Erinnerung an die Frauenproteste letztes Jahr und die kämpften gegen sexuelle Belästigung, vor allen Dingen am Arbeitsplatz unter der Parole Me Too. Over the last year, the Me Too collective struggle shook the establishment with brave women coming forward to challenge predatory rich men in the era when the predator in chief occupies the White House. Und das ganze letzte Jahr war davon geprägt, dass unter dem Slogan Me Too mutige Frauen gekämpft haben und sich dagegen gewandt haben gegen missbrauchende Bosse, während sozusagen ein Missbrauchboss im Weißen Haus sitzt. Since then, the Parkland Massacre happened and very young people have marched for their lives against the epidemic of gun violence on school campuses and in the society at large. Wir haben nach dem Massaker an der Parkland High School erlebt, wie Hunderttausende bis Millionen junge Menschen gegen die Epidemie der Waffengewalt in den USA und für ihr Recht auf Leben auf die Straße gegangen sind. This re-emergence of mass protests in America shows the huge potential for struggle for a new generation that sees that this system offers them no future. Und diese Wiederkehr der Massenkämpfe in den USA zeigt das große Potenzial für den Widerstand unter den jungen Menschen, die verstehen, dass dieses System ihnen keine Zukunft bieten kann. In his first weeks in office, the Trump administration went on an offensive with a whole series of reactionary executive orders. In den ersten Wochen ihres Amtes ist die Trump-Administration mit einer ganzen Reihe reaktionärer Verordnungen losgelegt. He was met with fierce and immediate resistance, especially against his attempted Muslim travel ban. Aber Trump sah sich sofort einer massiven Opposition gegenüber, vor allen Dingen gegen seine Reisebeschränkung für Menschen aus muslimischen Ländern. Protests broke out in more than a dozen airports, and in Seattle, Socialist Alternative helped lead a protest of over 6,000 people. Proteste brachen aus an rund Dutzend Flughäfen und in Seattle allein hat Socialist Alternative zusammen mit anderen Aktivisten 6.000 Menschen zu diesem Protest gebracht. Ja. But Socialist Alternative's leadership turned what could have been a very good angry protest into something even more successful, a non-violent action of civil disobedience, successfully shutting down the airport, SeaTac Airport, for hours on end, and it was the only airport to do so. Aber die führende Rolle von Socialist
Alternatives hat auch was anderes bewegt. Wir haben nämlich nicht nur einen Protest gemacht, wir haben diesen Protest umgewandelt in direkten, gewaltlosen Widerstand, der dazu geführt hat, dass der SeaTac-Flughafen Weißherde für mehrere Stunden blockiert wurde. Und das war der einzige Flughafen, an dem das passiert ist. It was this type of... It was this type of defiant protest, especially in Seattle, that forced the release of detained immigrants within hours, put Trump on notice, and sent a powerful message to the courts, which then blocked Trump's ban. Und es waren diese Kämpfe, vor allen Dingen die Blockade in Seattle, die die Gerichte dazu gebracht hat, zu reagieren und Trumps Anweisung erst einmal zurückzuweisen. We will need mass civil disobedience to push back Trump and ruling class. Wir brauchen massenhaften zivilen Ungehorsam, um Trump und die herrschende Klasse zurückzuschlagen. We will need mass action to defend the rights of 800,000 young immigrants who are now directly faced with the threat of deportation. Wir brauchen Massenaktionen, um die 800,000 jungen Migrantinnen und Migranten zu verteidigen, die jetzt direkt von Abschiebung bedroht sind. We will need mass action against a proposed border wall with Mexico, against policies of war and neoliberalism, and against the environmental destruction that has created millions of refugees worldwide. Wir brauchen Massenaktionen gegen den vorgeschlagenen Grenzwall zu Mexiko und gegen die Politik von Krieg, Neoliberalismus und Umweltzerstörung, die dazu führt, dass Millionen Menschen weltweit fliehen müssen. Trump ran on a campaign of promises of cleaning out the swamp or draining the swamp. Trump behauptete in seiner Kampagne, er wäre angetreten, um den Sumpf trocken zu legen. And he referred to the working class as his friends and said that he stood for the forgotten men and women. Und er hat behauptet, er wäre der Freund der arbeitenden Menschen und stünde für die Frauen und Männer, die vergessen worden wären. But Trump is a con man. Aber er ist Betrüger, ist Lügner. Look at the catastrophic tax plan in which he has just given the biggest corporations and the billionaire class a tax cut of $1.5 trillion. Guckt euch nur sein Steuerprogramm an. Jetzt gerade hat er den größten Konzern Steuererleichterungen von 1,5 Billionen Dollar zugeschaltet. Some of you may have seen his recent tweets against Amazon. His tweet. Ja, ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Wochen die Tweets gesehen hat, die Trump gegen Amazon formuliert hat. In his tweets, Trump is criticizing Amazon. In deinen Tweets kritisiert Trump Amazon. But this is nothing less than completely dishonest attempts at right populism. Aber das ist nur ein total unehrlicher Versuch des Rechtspopulismus. Because, for example, through his $1.5 trillion tax cut, Amazon has immediately got a tax break of $789 billion. Weil durch seine Maßnahmen, durch seine Steuererleichterung für die Reichen, hat Amazon... Amazon has got a tax break of $789 billion. Like, they don't have to pay those taxes. Really? Yes. I don't, okay. We're discussing, sorry. Hat Amazon alleine eine Steuererleichterung von 789 Milliarden Dollar. Billion. Billion. Million. Sorry, okay. Also, von 700, also Amazon hat einen sofortigen Steuererleichterung alleine von 789 Millionen Dollar dadurch bekommen. I try not to use too many numbers.
to build an ongoing and sustained movement, individual protests will not be enough. Um Trump loszuwerden, brauchen wir eine beständige und umfassende, müssen eine beständige und umfassende Bewegung aufbauen. Einzelne Proteste reichen natürlich nicht aus. We will need to create new organizations of struggle and develop our own independent tactics and strategies. Wir müssen neue Kampforganisationen aufbauen und neue Taktiken und Strategien entwickeln. And to begin with, these movements will need to be armed with a correct political analysis of this historic juncture. Und diese Bewegung braucht eine korrekte politische Analyse dieses historischen Wendepunkts, an dem wir stehen. We need to keep in mind how Trump came to power in first place. Wir sollten uns daran erinnern, wie kam der Typ überhaupt an die Macht? In 2016, the corporate Democratic Party establishment, embodied by Hillary Clinton's failed campaign, left a vacuum open for Trump's right-wing populism. In 2016 schuf sozusagen das Establishment der Demokraten, verkörpert durch die gescheiterte Kampagne von Hillary Clinton, erst den Spielraum, schuf das Vakuum für die Kampagne des rechten Populismus. The Democratic leaders stopped at nothing to prevent Bernie Sanders and his message of a political revolution, $15 an hour, single-payer healthcare, taxing Wall Street from making it to the general election. Das demokratische Establishment schreckte vor nichts zurück, um zu verhindern, dass es die Ideen von Bernie Sanders, $15 Mindestlohn, Gesundheitsversorgung für alle, Besteuerung der Reichen, bis in die Wahl schaffen. They sold the lie that Clinton's establishment politics were the best way to defeat Trump. Die haben überall die Lüge verkündet, dass die Politik des Establishments der Demokraten der beste Weg wäre, Trump zu besiegen. But it was Clinton's corporate policies and clear ties to Wall Street that gave Trump the ability to cynically pose as an outsider against the swamp of lobbyists, billionaires and career politicians that filled the halls of power. Aber es war genau die den Konzern ergebende Politik von Hillary Clinton und ihre Verbindung zur Wall Street, die Trump überhaupt erst in die Lage versetzt haben, sich selber als eine Art Außenseiter zu präsentieren, der den Sumpf reinigen würde von all den Lobbyisten, Milliardären und Karrierepolitikern, die die Flure der Macht bevölkern. This same democratic establishment is now horrified at the prospect of a Bernie 2020 campaign. Und genau dieses Establishment der Demokratischen Partei sieht heute mit Schrecken auf eine mögliche Kampagne Bernie 2020. You see, comrades, that even though it is true that the Democratic Establishment wanted to defeat Trump, they had a higher priority to defeat Sanders' working class platform. Und natürlich wollten die Demokratische Establishment Trump besiegen, aber ihre größere Priorität war es, Bernie Sanders zu besiegen. And the establishment Democrats have not learned their lesson. Und diese Establishment Demokraten haben ihre Lektion immer noch nicht gelernt. In February of this year, Senate House Minority Leader Chuck Schumer, who is one of the most powerful Democrats, made clear just how far Democrats will go to appease Trump. Im Februar dieses Jahres hat der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, einer der mächtigsten Demokraten, deutlich gemacht, wie weit die Demokraten bereit sind, Trump entgegenzukommen. Schumer offered to fully fund Trump's racist wall on the Mexican border. Schumer bot an, vollständig dafür zu stimmen, oder den rassistischen Grenzwall nach Mexiko vollständig zu finanzieren. Immigrant activists and many lifelong Democratic Party voters are furious with their leadership with this policy. Und Aktivisten und auch viele lebenslange demokratische, also Leute, die immer für die Demokraten gestimmt haben, sind wütend über dieses Verhalten der Führung, wie weit Trump entgegenkommt. And they have done little to stop Trump and the Republicans from carrying out highway robbery against the working class by giving trillions of dollars of cuts to the billionaires and gutting funding for welfare. Und die Demokraten haben so gut wie nichts getan, um Trump zu stoppen, dabei zu stoppen,
Millionen umzuverteilen von Sozialausgaben hin in die Taschen der Millionäre. The establishment of the Democratic Party has not learned their lesson, but comrades, we in the working class must learn ours. Das Establishment der Demokraten hat ihre Lektion nicht gelernt, aber Genossinnen und Genossen, wir in der Arbeiterklasse, wir sollten die Lektion lernen. We cannot depend on the politics as usual of backroom negotiations of the corporate-controlled establishment to defeat Trump. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass bei den Verhandlungen irgendwie hinter verschlossenen Türen und mit dem Establishment schon irgendwie bei rauskommt, dass wir Trump loswerden. And we have to understand that yes, there is a polarization in the American society, but it is not between half of the American working class that's right and half that's left, but it is between the extremely wealthy and the rest of us. Und wir müssen verstehen, dass die wahre Polarisierung innerhalb der amerikanischen Gesellschaft nicht zwischen den 50% der Leute verläuft, die sich politisch nach rechts orientieren und den anderen, die sich nach links orientieren, sondern dass die wahre Polarisierung zwischen einer reichen Minderheit und dem Rest von uns verläuft. Zeit, wo das gesamte Land so wohlhabend ist wie noch nie und gleichzeitig die extremen sozialen und ökonomischen Härten für einen Teil der Bevölkerung ist es wirklich atemberaubend. Polls have shown that over half of the American population would not be able to withstand a $400 unexpected expense. Umfragen haben ergeben, dass rund die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung schon in riesige Probleme kommen würden, wenn sie $400 unerwartete Ausgabe hätten. Most of us in the American working class live one small financial disaster away from homelessness. Und große Teile der amerikanischen Arbeiterklasse leben immer nur eine finanzielle Katastrophe oder ein finanzielles Ungeschick oder Missgeschick entfernt von Obdachlosigkeit. Not to mention the social crisis faced by the millennial generation. Und nicht zu vergessen die soziale Krise, der sich die Generation der Millennials, also der um 2000 herum geborenen oder etwas vorher und so aufgewachsen um 2000 herum aufgewachsenen gegenüber sieht. For the first time in US history, this generation is now going to be worse off than their parents' generation. Zum ersten Mal in der US-Geschichte wird dieser Generation schlechter gehen als der Generation ihrer Eltern. Student debt has climbed well over $1 trillion. Die Gesamtverschuldung der Studierenden liegt etwas über einer Billion Dollar. Weltweit hat die Wahl von Donald Trump den rechten Aufschwung oder Auftrieb gegeben. But we have also seen internationally that the best way to cut across the rise of the right is through working class politics, as we saw so brilliantly in response to Jeremy Corbyn's Labour Manifesto. Aber wir haben auch überall gesehen, dass der beste Weg, den Aufstieg der Rechtspopulisten zu bremsen und zu kontern, Politik für die Arbeiterklasse ist, wie wir sie vor allem gesehen haben, mit dem Wahlmanifest von Jeremy Corbyn in Großbritannien. The Tory Party is in tatters. Die Tories in Großbritannien haben gewaltige Probleme jetzt. This global threat of right populism makes it all the more urgent that we build movements worldwide capable of driving the right wing out of office and out of power. Diese weltweite Bedrohung des Aufstiegs des rechten Populismus macht es umso dringender, dass wir Alternativen entwickeln, eine Bewegung entwickeln, die in der Lage ist, die von der Macht zu verdrängen. What the working class in America does can have an electrifying effect worldwide.
Was die Arbeiterklasse in den USA macht, kann weltweit eine elektrisierende, eine wirklich wichtige Bedeutung haben. Trump has bragged about the US economy. However, we know that in reality, the economic recovery has been hollow and has benefited overwhelmingly those at the top. Trump hat angegeben mit dem Zustand der US-Wirtschaft, aber wir wissen, dass die ökonomische Erholung sehr löchrig, sehr begrenzt ist und vor allen Dingen den oberen Schichten zugute gekommen ist. The recovery in the US and globally is based on economic bubbles that will eventually burst. Die Erholung in den USA und auch weltweit basiert zum Großteil auf neuen Blasen, die an irgendeinem Punkt wieder platzen werden. The capitalists and their politicians offer no way out of low-wage jobs, astronomical debt and housing costs. Die Kapitalisten und ihre Politiker bieten keinen Ausweg aus Niedriglohn und den enormen Kosten für die Miete. Neither corporate globalization nor the so-called America First protectionist trade wars can offer a way forward. Weder die Globalisierung im Interesse der Konzerne noch die America First genannte Weisung des Protektionismus und der Handelskriege bieten einen Weg nach vorne. We are at a point in American history where for the most of the young people we don't need to explain that they need to fight. Wir sind jetzt an einem Punkt in der amerikanischen Geschichte, wo wir es gar nicht mehr nötig haben, den jungen Leuten zu erklären, dass sie kämpfen müssen. The question is, what is the way to fight? What is the strategy? Die Frage ist eher, wie sollen wir kämpfen? Was ist die Strategie vorne? Just to take one example. Many of the speakers about this conference have been talking about the housing crisis and skyrocketing rents all throughout Europe. Nur ein Beispiel. Auf dieser Konferenz wurde schon häufig erwähnt über die Wohnungskrise und die explodierenden Mieten in ganz Europa. In Seattle, we have a similar situation. In the Seattle area, we have two of the richest men, Jeff Bezos and Bill Gates, living there. In Seattle haben wir eine ähnliche Situation und wir haben gleichzeitig zwei der reichsten Männer der Welt, Jeff Bezos, also Amazon-Chef, und Bill Gates, ex-Microsoft-Chef, dort wohnen. And people in Seattle are eager to fight for affordable housing. Und die Menschen in Seattle sind entschlossen zu kämpfen für bezahlbare Wohnungen. The day before I flew to Berlin, we hosted a tax Amazon to build affordable housing town hall and rally. Den Tag, bevor sie hierher nach Berlin geflogen ist, gab es eine Kundgebung unter dem Motto, besteuert Amazon, um bezahlbare Wohnungen zu finanzieren. But the main struggle in our movement is, should we have a class struggle approach to winning something, or should we adjust our movement's demands to what is acceptable to left or liberal democratic politicians? Aber die zentrale Frage unserer Bewegung ist zurzeit eigentlich, sollen wir mit einer Klassenkampfhaltung an unsere Forderungen rangehen und die Bewegung entwickeln, oder sollen wir unsere Forderungen auf das begrenzen, was für linke, liberale Politiker noch akzeptabel ist? Socialist Alternative unambiguously argues for a class struggle approach. Socialist Alternative spricht sich eindeutig für die Klassenkampfhaltung aus. There was a huge vacuum on Seattle's left. Als wir unsere erste Kampagne 2013 gemacht hatten, also den ersten Wahlkampf, da gab es ein großes Vakuum auf der Linken in Seattle. Socialist Alternative, through our victory, pushed the door wide open. Und durch unseren Wahlsieg haben wir gewisserweise die Türen weit aufgestoßen. In the 4 years that we have been in office, we have not only won the historic $15 an hour minimum wage, but we have won a whole series of renters' rights and other victories for the indigenous populations. Und in den 5 Jahren, wo sie im Amt ist, haben sie nicht nur
die 15, also den historischen Sieg erzielt, in Seattle als erster Stadt den 15 Dollar Mindestlohn durchzusetzen. Wir haben eine ganze Reihe von Siegen für die Rechte von Mieterinnen und Mieter und für die indigene Bevölkerung erreicht. Wir haben dafür gesorgt, dass es keine Feierlichkeiten mehr zum Kolumbus-Tag gibt, denn Kolumbus ist ein Massenmörder. Ja. Wir haben dafür gesorgt, dass es einen Tag der indigenen Menschen gibt. Leichter gemacht für Mieterinnen und Mieter umzuziehen, weil wir die Belastung, die sie dann an den Vermieter bezahlen müssen, wesentlich reduzieren wollen. We want a ban on rent increases in below standard apartments. Okay. Wir haben ein Verbot von Mieterhöhungen in Wohnungen durchgesetzt, die unter dem Standard liegen, also die nicht so doll sind. We've fought back against and won against a campaign called Stepping Forward, which ironically, if it had gone through, would have increased the rents for very low-income people by 500%. Wir haben es geschafft, einen Vorschlag zurückzuschlagen, der dazu geführt hätte, dass für Leute mit geringem Einkommen die Mieten um 500% gestiegen wären. Also, yes, it sounds unbelievable, but it was true, and it was a ticket to homelessness. But we fought back, and we won. Okay, das hört sich gut an. Und es wäre für diese Menschen der Fahrschein in die Obdachlosigkeit gewesen. Aber wir haben uns gewehrt und haben das gewonnen. But it is no exaggeration to say that none of these victories would have been possible had we not being armed with our Marxist program and our approach in the CWI. Aber es ist absolut wichtig zu sagen, dass keiner dieser Siege möglich gewesen wäre, wären wir nicht bewaffnet gewesen mit einem marxistischen Programm und unserer Verankerung im Komitee für eine Arbeiterinternationale. Tageskämpfe mit der Vision einer anderen sozialistischen Gesellschaft zu verbinden. Das war wichtig. And also our dogged refusal to accept the approach of deal making with other politicians and instead basing ourselves on the strength of the movement. Und unsere permanente und beständige Weigerung, irgendwelche Deals mit anderen Politikern zu machen und uns stattdessen auf die Stärke der Bewegung zu konzentrieren und darauf zu basieren. Zwei, drei Jahre nachdem Sharma gewählt wurde, gab es den Abgang vieler eher Establishment- und rechtsorientierter Demokraten. I used to hear them say, City Hall is no longer fun for them. City Hall is no longer fun for them. Okay. Und sie meinten, das war halt kein Spaß mehr. Das Stadtparlament war für die kein Spaß mehr. Because it's no longer nice, you know, all working class people come and shout at them. Und es sei nicht so schön, wenn du da dauernd sitzt und dann kommen irgendwelche Leute, die dich anstrahlen und Protest machen. But comrades, while this shows the strength of our politics, we have now moved into more complex territory with
very progressive democratic politicians being elected. Das zeigt natürlich einerseits die Stärke unserer Bewegung, aber wir bewegen uns jetzt auf ein etwas komplexeres Terrain. Es werden jetzt nämlich mehr progressive, sich leergebende Demokraten gewählt. So, for this concrete movement that is happening right now, to tax businesses like Amazon, to fund affordable, permanently affordable city-owned housing, there is a deep confusion and questioning going on in the movement. Und gerade diese Bewegung, die wir jetzt haben, nämlich Amazon besteuern, um beständig bezahlbare Wohnungen ins Herde zu haben, in dieser Bewegung gibt es durchaus Verwirrung um einige Fragen. Some of the liberal leaders, activist leaders, have bought into this idea that we should make deals and negotiate with and lobby the more progressive politicians to win what we can win. Und einige der so von Aktivisten, eher der so die liberalen Aktivisten, haben vorgeschlagen, wir sollten vor allen Dingen Druck ausüben und mit den mehr fortschrittlicheren Politikern reden und mit denen Kompromisse schließen. And they tell the rank and file activists, don't anger the politicians, let's work with them. Und sie haben der Basis gesagt, ja, ärgert die Politiker nicht, wir müssen mit denen arbeiten. It is a rejection of class struggle. Und das ist eine Ablehnung der Klassenkampfmethode. They are negotiating or trying to negotiate the movement down from demanding $150 million per year to half of its value, $75 million. Und sie versuchen gerade diese Bewegung runterzuhandeln von 150 Millionen Einnahmen im Jahr auf rund die Hälfte, auf 75 Millionen Einnahmen. They are telling the rank and file activists, don't criticize Amazon. Und sie sagten auf der Basis danach, kritisiert Amazon nicht. Don't use disruptive tactics. Benutzt bitte keine Taktiken, die irgendwas stören, also irgendwo Lärm machen oder was besetzen oder so. Socialist Alternative is trying to provide the opposite education to the movement. We say, tax Amazon. Und Socialist Alternative versucht genau die entgegengesetzten Taktiken in der Bewegung zu verankern. Wir sagen, besteuert Amazon. And this confrontational approach is really appealing to some of the most genuine activists in the movement and bringing newer activists into the struggle. Und diese ehrliche Haltung, diese Haltung der Opposition und des Kampfes ist auch durchaus anziehend für neue Schichten, für die besten Aktivisten und bringt auch neue, jüngere Schichten in die Bewegung. But comrades, I wanted to give you some bigger examples of how we can achieve clarity for the movement. Und noch einige weitere Beispiele, wie wir für Klarheit in der Bewegung sorgen können. And I think the best example right now that I can bring to you from America is what's going on in the South, the Red State Teacher Rebellion. Das beste Beispiel für das, was gerade in den USA abgeht, ist eigentlich das, was abgeht in den Staaten im Süden, den roten Staaten, also den republikanischen Staaten, die Rebellion in den roten Staaten im Süden der USA. Also rot ist die Farbe der Republikaner, blau die Farbe der Demokraten. There is a kind of conflagration breaking out in West Virginia, Oklahoma, Kentucky and Arizona. Also es beginnt sich massive Kämpfe in West Virginia, in Oklahoma, in Kentucky and Arizona. In West Virginia, the teachers just conducted a successful 9-day wildcat strike in a state where striking is illegal. Also in West Virginia haben die Lehrerinnen und Lehrer einen 9-tägigen wilden, inoffiziellen Streik durchgeführt in einem Bundesstaat, wo Streiken de facto illegal ist. There are many lessons from this successful strike action. One of those is exactly to the question of strategy. Und es gibt viele Lehren aus diesem erfolgreichen Streik in West Virginia und eine bezieht sich auf die Strategie. The labor leadership for many decades has rejected a class struggle approach and tied itself at the hip to the democratic establishment.
Die Führung der Gewerkschaften hat den Klassenkampfhaltung für eine ganze historische Periode verworfen und sich selbst an die Führung der Demokraten gekettet. And for decades, the strategy in labor struggles was, let's worry about our parochial interests, our own contract negotiations, and let's not worry about what's happening to the larger workforce. Und über lange Zeit war die Taktik in vielen Arbeitskämpfen, wir kümmern uns darum, was in unserem Lokal vor Ort passiert und über die Belegschaft woanders machen wir und den Kampf insgesamt machen wir uns gar keine Gedanken. The West Virginia teachers rejected all of this misleadership. Und die Lehrerinnen und Lehrer in West Virginia haben all diese falsche Führung zurückgewiesen. The rank and file elected leaders of every county in West Virginia went to every public school in the state and said, we need you with us. Es wurden von der Basis in jedem County in West Virginia Vertreterinnen und Vertreter gewählt und die sind zu jeder öffentlichen Schule gegangen und haben gesagt, wir brauchen euch in diesem Kampf. There's 55 counties in West Virginia. Es gibt 55 counties, also Landkreise in West Virginia. The rank and file leadership of the teachers union went to all the public school employees and said to them. Und die Führung der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten ist auch zu jeder Schule gegangen und hat ihnen gesagt, we don't care if you're in our union. Ja, ist es egal, ob ihr in unserer Gewerkschaft seid? We don't care if you're not in our union. We don't care if you're not in a union at all. Es ist egal, ob ihr in unserer Gewerkschaft seid oder nicht, oder ob ihr überhaupt in der Gewerkschaft seid. We don't care if you're a teacher, an administrative services worker, a custodial worker, a bus driver or a cafeteria worker. Es ist egal, ob ihr Lehrer seid oder Beschäftigter in der Verwaltung, ob ihr ein Busfahrer seid oder in anderen Bereichen arbeitet. If you serve the public school students of the state of West Virginia, then we will stand together. Wenn ihr irgendwie mit den an öffentlichen Schulen in West Virginia beschäftigt seid, dann kämpft ihr gemeinsam. This was completely different than the strategy that labor has used for decades. Das ist eine ganz andere Strategie, als die Gewerkschaftsführer es jahrzehntelang betrieben haben. To those liberals who will betray our movement and demand from us Marxists that we should have unity, we say this is the kind of unity we want. Und den Liberalen, die unsere Bewegung verraten und betrogen haben, und uns Marxisten sagen wollen, wir wollen Einheit, sagen wir, das ist die Art von Einheit, die wir haben wollen. There is one more important gem of a lesson in the Red State Teacher Rebellion. Es gibt noch eine weitere Lektion, die wir aus der Rebellion in den roten Staaten lernen können. Oklahoma, West Virginia, Kentucky and Arizona are all states. West Virginia, Oklahoma, Kentucky und Arizona sind alles Bundesstaaten, die Trump in der Wahl gewonnen hat. In fact, in Oklahoma and West Virginia, Trump won every county. Tatsächlich hat Trump in Oklahoma und West Virginia jeden einzelnen Landkreis gewonnen. And yet, these are the teachers that are showing the way forward for the labor movement. Und das sind jetzt die Lehrerinnen und Lehrer, die den Weg vorwärts für die Arbeiterbewegung zeigen. These are also states where in the Democratic primary, Sanders either won by big margins or Clinton won just narrowly. Und das sind alles Staaten, wo bei den Vorwahlen innerhalb der Demokraten entweder Sanders klar gewonnen hat oder Clinton nur ganz knapp gewonnen hat. Comrades, this shows that while holding the line strong on the questions of racism, sexism, homophobia and anti-immigrant hysteria. Und genauso das zeigt, wir müssen zwar
eine eindeutige, klare Linie haben an der Frage von Rassismus, Sexismus, Homophobie und Hysterie, die gegen Migranten und Migranten geschürt wird. By putting forward a very clear class-based program, we can win over even Trump voters. Aber gleichzeitig können wir mit einem klar klassenbasierten Programm auch Wählerinnen und Wähler von Trump gewinnen. Es ist kein Zufall, dass wir in vielen Bundesstaaten das Phänomen sehen, dass da, wo Sanders in den Vorwahlen klar gewonnen hat, am Ende Trump diesen Staat gegen Clinton geholt hat. This shows that there is potential for us to build strong left movements and also that there is potential for a real mass workers or left-wing party in the US. Und das zeigt, dass wir auch in diesen Gegenden starke linke Bewegung aufbauen können und es ist ein Potenzial gibt für eine Massenarbeiter, für eine massenlinke Partei in den USA. But it will mean for the working class to run strong independent campaigns that are connected to the concrete demands and aspirations of regular people and that those campaigns are used to amplify and build those movements. Aber es ist nötig dafür unabhängige Kampagnen, die sich auf die grundlegenden Interessen der einfachen Leute orientieren, aufzubauen. We need a left political alternative that will not depend on the money of billionaires, but instead on grassroots organizing and run strong independent left candidates who refuse to take a dime in corporate cash. Wir müssen eine unabhängige linke Bewegung aufbauen, die sich nicht auf die Spenden der Milliardäre stützt, sondern die starke, eigenständige Kandidaturen macht. And all the discussions this whole weekend have shown that while there are many differences in the specifics of our struggles, the working class everywhere is grappling with the same questions. Und die Diskussion an diesem Wochenende hat für Sie gezeigt, dass es zwar sehr konkrete Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern gibt, aber dass im Prinzip die Arbeiterklasse den gleichen Problemen überall gegenübersteht. We need globally powerful movements capable of bringing to an end once and for all this broken system of capitalism which breeds poverty, environmental destruction and will surely breed future Donald Trumps. Wir brauchen eine kraftvolle internationale Bewegung, um dieses System zu einem Ende zu bringen, dieses kaputte System, welches Armut, Umweltzerstörung und wahrscheinlich auch neue Donald Trumps hervorbringt. But the rise of the right is not inevitable. Der Aufstieg der Rechten ist nicht unvermeidlich. So I urge you, comrades and friends, to join us, join the CWI in building the struggle for a socialist future based on solidarity, democracy and equality. Liebe Freunde und Freunde, ich freue mich auf euch uns anzuschließen und mit dem Komitee für eine Arbeiterinternationale den Kampf für eine sozialistische Zukunft aufzunehmen, basiert auf Sozialismus, auf Solidarität, Demokratie und Gleichheit. Comrades and friends, we have a world to win.